Recht herzlich willkommen zur 51. Folge von Simotrans. Ja, sind wir drinnen wieder im Spiel. Wir haben letztes Mal die Mühle noch ein bisschen verstärkt mit Mehltransporten, damit das läuft. Ja, und dann gucken wir mal, denke ich, in der Liste weiter, was wir dann machen. Also das ist alles passiert und dann haben wir hier schon die Anhänger, die so knapp an der Grenze fahren, ne, beziehungsweise Wagen. Ja, der Einzige, der uns hier große Sorgen macht, ist er hier. Aber was willst du mitmachen? Da kannst du nichts machen. Ach, der ist doch da oben offen, der wollte da nicht drauf drücken. Ja, der fährt 140 Paletten Stück gut rüber, ne? Folgen wir mal gerade. Und ja, der bringt uns nicht so viel, ne? Gewinne einen gar nicht. So, jetzt lädt er voll. 140 und fährt wieder zurück. Und die Südfrüchte gehen durch die Gegend und bringen uns aber nichts. Ja, das ist jetzt die Frage, was macht man mit sowas, ne? Schwierig. Wo gehen die nochmal hin, die Südfrüchte? Zum Markt direkt. Und die sind da. Da ist der Markt. Heiß begehrt, aber ob die das Geld jetzt bringen, ist die nächste Frage, ne? Kann ich denn jetzt hier irgendwo Südfrüchte auswählen? Nicht wirklich, ne? Doch da auf Lager. So viel, okay. Angekommen, ganz viele, ist auch klar. Verbraucht. 183. Ja, Produktionskennzeichen, ne? Zinkennzahlen. Post, Strom, Passagiere, Stromversorgung, Produktion. Kann man schön 2021 sehen, aber so statistisch kann ich jetzt nicht so das rausfinden, was ich will. Schön, dass ich sehe, wie wir verbraucht worden sind, ne? Aber was hat mir das eingebracht? Das ist die Frage. Sehe ich, glaube hier nicht. Naja, ist aber so. Kann man über diesen Bildschirm das machen? Gute Frage, ne? Einnahmen kann ich einblenden, aber Einnahmen. Ja, da kann ich nur Straße, Zug, Schiffe machen. Sonstige oder alle. Bringt mir also nichts. Kann man also vergessen. Wenn dann mal hier jetzt auch so das Importeur, ja. Gut. So, ich würde noch mal über die Buslinien gucken, würde ich sagen. Hier waren wir ja, ne? Hier war ja alles grün. Also alles abgedeckt. Grün ist es auch, ja. Hier ist auch abgedeckt. Dann machen wir mal die Karte auf. Gehen wir hier hin. Oh, da ist was Neues. Sollten wir dran arbeiten, ne? Das mach zu. Das mach auf. Und die nimmst die Straße dann. Ja, macht Sinn, ne? Oh. Und die Bushaltestelle dahin. Auch schick. Oh, guck mal hier, können wir bald auch anschließen, ne? Touristische Ziele. Wäre zu überlegen, die Straße zu verlängern und dahin zu machen, ne? So, ne? Da eine Bushaltestelle hin. Alles ist gut. Ich glaube, das nehmen wir mit. Kann nicht schlecht sein, oder? So schräg? So schräg. Passt. Bushaltestelle dann dahin. Und Linie ändern. Das ist lauter, ne? Ja. So, was müssen wir machen? Wir sind als letztes in der Bergsonstraße. Ich glaube, dann fügen wir das da ein. Da lang, da lang, da lang und fahren zurück. Fertig. Sollte dann laufen.
Lass mal schneller laufen, um zu sehen. Also wir müssten ihn auswählen. Da haben wir ihn auch. Wo fährt er gerade hin? In die Bergsonstraße. Passt also. Ein Passagier. Keiner. Zwei. Drei. Oh, geht doch. Wird besser, oder? Was man so besser nennen kann, ne? Ja, Dreier wieder vom Schloss da. Da war auch mal kurz voll gerade. Einer, einer, zwei. Ja, gut, müssen wir laufen lassen auch, ne? Sollte funktionieren, aber auf jeden Fall. Gut, ach so, ja, noch einmal Rechtsklick oder wie war das? So, ja, jetzt habe ich's. So, das läuft auch. Weiter gucken, andere Stadt, ne? Hier haben wir auch noch eine. Die breitet sich aber nicht so aus. Und hier ist Floto. Floto hat da unten gerade, wie man sieht, zwei neue Ecken. Ah, das ist hier unten. Hat Floto schon einen Stadtbus? Das ist die erste Frage, ne? Ich glaube, wir müssen da rein. Und da ist auch schon die Bushaltestelle, glaube ich, zu setzen, ne, oder? Juppe. Passt. Floto hat, glaube ich, keinen Stadtbus. Das ist immer noch der normale Halt, oder? Gucken wir mal. Nee, siehst du, dann machen wir eine neue Linie. Die fängt da an, fährt dahin, fährt dahin, fährt dahin, fährt dahin, fährt dahin. Und dann wieder zur Schmiede. Klosterstraße. Ja, das ist die richtige, der richtige Weg. So, und da muss jetzt noch ein Bus hin, ne? Bus. Nur benötigte Passagiere. 384 bei 60 Passagieren. 598 bei 100 Passagieren. So, wie viel ist denn das? 60 bei 6 sind es 38. Das wären ungefähr 6 Cent für einen. Und hier sind es ja 100, ist auch 6 Cent. Ich glaube, der Preis ist der gleiche. Nur der andere ist zu groß, ne? Ich glaube, der fährt nur 50, der fährt 80. Guck mal an. Der fährt 50, der kleine ist noch der bessere. Wir nehmen den auch noch. Und das ist jetzt Stadtbus Floto. Linie haben wir nicht umbenannt, ne? Ist die hier unten. Starten wir. Die müssen wir aber noch umbenennen, ne? Stadtbus Floto. Passt. Kann zu? Ach ne, ja, zu kann es schon, klar, aber. Da müssen wir gucken, dass wir den da rausnehmen, ne? Der ist jetzt voll. Linie für Städte ist das. So, das müssen wir ändern. Jetzt müssen wir gucken, wie wir das ändern. Stopp, das ist falsch. Da ist vier Städte, das ist richtig. So. Floto. Floto fängt da an. Die kann raus, die Linie, beziehungsweise Haltestelle. Floto Platinweg. Jetzt ist die Rückfahrkarte da reingewandert. Na super.
Klosterstraße. Ja, Klosterstraße nehmen wir. Aber hier, der fährt nicht zum Hafen, den löschen wir raus. Sonder. Boah, jetzt habe ich hier echt den Bringer da drunter gesetzt, ne? Da kannst du schon fast die Linie neu aufbauen, ne? Ich glaube, das machen wir auch. Das ist das Einfachste jetzt. So. Der braucht gar nicht so tief da reinfahren eigentlich. Den können wir schon hier umsteigen lassen, ne? Der kommt da, fährt nach da. Fährt dorthin. Fährt wieder zurück. Kommt da auch noch mal vorbei. Und fährt hier runter. Und hält hier an. Fährt dann da weiter. Nach Waldeck, ne? Oder was war das jetzt hier? Und fährt hier nach Lauter Asimovic. Oder den. Machen wir dahin. Dann fährt er wieder zurück. Hier hin. Und dann ist er, glaube ich, beim ersten wieder an der richtigen Stelle, ne? Genau. Und die Linie nennen wir 4 Städte, heißt die andere Linie. Kann er das auch so? Oh. Jetzt müssen wir den Bus ändern. Der ist ja hier. Fahrplan. Können wir jetzt so machen, ne? Zack, alle weg. Stehen jetzt auf der Straße. Und diese hier nicht laden. Nicht laden. Den auch nicht laden. Wenn die leer sind, schaffen wir die ab. Jetzt müssen wir wieder oben nach Floto, weil in Floto war der Dingens, ne? Das Busdepot. Und da setzen wir jetzt noch den zweiten drauf. Vier Städte. Und starten. Mach da, mach da. Jetzt ist das der falsche, oder was? Nicht laden. Ja, ist der falsche. Den da oben. Muss ja die neue Linie bedienen, nicht die alte, ne? Fahrplan. Stopp ist das denn? Jetzt habe ich den auf falsche Linie gesetzt. Ist das der Bus? Fahrplan. Der ist der richtige. So, der fährt jetzt auch. Passt. Haben wir entfolgt. Depot zu. Linienverwaltung zu. Und fährt. Der hat noch zwei drin. Der kann also zum Depot. Beziehungsweise den können wir auch ausmustern. Der ist auch leer. Den können wir auch ausmustern. Hat noch zwei drin, die muss er noch loswerden, dann war es das. Nach Lauter Sondershausen Mittelgebirgsrathaus.
muss ja eigentlich gar nicht mehr irgendwo hinfahren, ne? Der hat schon 100 Leute hier dran, ne? Und der hat keine dran. Der muss aber wahrscheinlich auch erstmal irgendwo hinfahren, ne? So, lass den mal gerade schneller laufen. Der leer wird. So, jetzt nur den einen für lauter. Und dann können wir den ausmustern. So, gut. So, jetzt verfolgen wir den. Ach, da steht noch auf nicht laden. Oh, hat ja gut geklappt, ne? Dann lassen wir den laufen. Der hat da keinen einsteigen lassen. Dann nochmal gucken. Der hat 39 Gäste dabei. Fährt über dieses Städtchen, hat 68 Gäste. Und 31. 33. Ja, muss mal gucken. Da sind jetzt 100 unterwegs. Wie sich das entwickelt. Zurzeit sieht es ja gut aus mit 148. Der unten hat jetzt auch 100. Da sind wieder 100 dran. Ja, ich denke mal, das wird sich auch einpendeln. Soll erstmal gut sein. Für die Folge reicht es dann auch schon wieder. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.